Ich denke mal, das hängt viel von der Mentalität und vom Temperament ab. Weil wir feiern alles irgendwie, was mit Sport und Erfolg zu tun hat. Wir feiern sogar einen Freistoß. Wir feiern alles. Im Endeffekt dabei sein ist schon für uns ein Riesenerfolg. Und jede Runde, die weitergeht, jedes Tor, was wir schießen, das ist einfach nur ein Erfolg. Das spiegelt eigentlich unsere Mentalität und Feierwürdigkeit immer in jedem Sport wieder zurück. Also ich glaube, das hat jeder von uns. Das ist einmalig. Meine persönliche Meinung ist, wir haben die beste Mannschaft seit 98 mit die elf Spieler. Es gibt keine besseren auf der Welt. Die sind die Besten zurzeit. Wir sind die Familie. Ob das jetzt der Modric ist, Rakitic, das ist wie mein Bruder, oder das kann man auch so bezeichnen, wir sind ein kleines Volk, wir sind alle zusammen. Und das ist wirklich die beste Mannschaft, die es zurzeit gibt. Und ich denke, wir werden auch alles schaffen halt. Dann wäre erstmal der Montag frei, der Dienstag vermutlich auch. Ich weiß nicht, was dann wäre. Das Gefühl kenne ich gar nicht. Halbfinale kennen wir schon ein bisschen. Fühlt sich gut an, aber Finale? Als erstes würde ich anfangen zu weinen, aus Freude. Weil so ein Gefühl, dass wir das schaffen, das ist unbeschreiblich. Und vielleicht sogar, wenn alles super läuft, wenn wir das Finale schaffen, würde ich sogar nach Zagreb fahren und dort weiterfeiern.